Willkommen zum Interview heute mit Dr. Reinhard Brandl, der gerade aus Paris zurück ist. Herr Dr. Brandl, was hat Sie nach Paris geführt? In Paris findet derzeit die große Luftfahrtmesse in Le Bourget statt. Und wir sind als Region ja auch ein Luftfahrtstandort, natürlich mit Airbus in Manching, entwickeln uns in dem Bereich auch weiter, Stichwort Urban Air Mobility. Und so hatte ich mir schon länger vorgenommen, auch diese Messe zu nutzen, um Kontakte zu knüpfen. Jetzt darf ich schon unterbrechen. Sie haben ja auch, es ging ja auch um Verteidigungsfragen. Sie sind ja da in den Ausschüssen und können Sie vielleicht mal erläutern, was Sie in diesem Zusammenhang im Bundestag zu tun haben? Also jede Vorlage, die oder andersrum, jede Investition, die aus dem Bundesverteidigungsministerium kommt, die über 25 Millionen Euro beträgt, muss einzeln im Haushaltsausschuss abgestimmt werden. Und ich bin für meine Fraktion der Berichterstatter für den Einzelplan 14, also für den Bereich des Bundesministeriums der Verteidigung. Im Haushaltsausschuss. Im Haushaltsausschuss. Mhm. Und so habe ich jede Woche alle Vorlagen des BMVG, jede Investition bei mir auf dem Schreibtisch. Am kommenden Montag zum Beispiel 8 Stück. Und wir beraten jede einzelne Vorlage, wir verändern zum Teil Vorlagen, wir machen zum Teil Maßgaben. Und so ist es auch bei den Vorlagen, die jetzt zu dem sogenannten Future Combat Air System gelaufen sind. Das ist der neue Kampfflieger. Das ist der Nachfolger für den Eurofighter. Den haben wir vor 2 Wochen im Haushaltsausschuss beraten und haben damit den Weg freigemacht, dass Frau von der Leyen gemeinsam mit ihrer französischen und spanischen Amtskollegin in Le Bourget einen ersten Schritt und eine erste Unterzeichnung vornehmen kann. Was ist da jetzt eigentlich passiert? Ich habe gehört, es gibt eine Attrappe von dem Gerät bereits, aber was wird juristisch gesehen geschehen? Also, es gibt ein sogenanntes Mock-up. Es ist mal so ein, das hat die Firma da so mal aufgebaut, um es etwas zu zeigen. Das ist ein Nachfolger vom Eurofighter. Das ist ein Flugzeug, das etwa ab dem Jahr 2040, 45 in Dienst gestellt werden soll. Wir sind jetzt ganz am Anfang. Und die erste Phase ist eine sogenannte Studie, in der sich die Länder Deutschland und Frankreich jetzt erstmal zusammengetan haben und gesagt haben, sie nehmen jetzt mal ungefähr 50 Millionen in die Hand, Größenordnung, tragen mal zusammen, was sie für Anforderungen an ein solches Flugsystem haben. Dazu gehört zum Beispiel, soll es Stealth-Eigenschaften haben. Also sich vom Radar verbergen genau. können. Ja. Es wird sicher nicht nur ein Flugzeug sein, sondern es wird ein Verbund sein mit bemannten und unbemannten Systemen. Mhm. Wie interagieren die untereinander? Was sollen sie für Fähigkeiten haben? Da gibt es militärische Anforderungen, die sind in Frankreich zum Teil anders wie in Deutschland. Und was in dieser ersten Studie jetzt passiert, ist, dass man gemeinsam mal diese Anforderungen sammelt. Und was ist da unterzeichnet worden in dieser Woche? Also es sind 2 Sachen unterzeichnet worden. Es ist zum einen die Absichtserklärung von Deutschland und Frankreich, diese Studie gemeinsam durchzuführen. Also die gibt es noch nicht, die soll jetzt durchgeführt werden. Das Pflichtenheft praktisch, oder? Präzise ist es so, dass die Studie bereits begonnen hat, weil die Franzosen etwas schneller waren, okay. weil sie nicht durch den Bundestag mussten. Also die Franzosen haben mit der Studie schon begonnen und wir sind jetzt als Deutschland dieser Studie beigetreten. So, das war aber von vornherein zeitlich so angelegt. Und die Spanier haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, dass sie beabsichtigen, in den nächsten Phasen des Projektes auch mit einzusteigen. Und es ist aber, sagen wir, es geht jetzt erstmal um das Pflichtenheft, wenn ich so sagen darf. Der konkrete Bau ist noch nicht beschlossen. Nein, also es wird dann bei so einem Projekt sehr viele weitere Phasen geben. Was am Montag auch mit unterzeichnet worden ist, ein sogenanntes Framework Agreement. In diesem Framework Agreement wird im Prinzip beschrieben, dass sich Deutschland und Frankreich gemeinsam auf den Weg machen wollen, ein solches Projekt durchzuführen. So. Dann gibt es das erste Implementation Agreement, also Durchführungsvereinbarung. Diese erste Durchführungsvereinbarung ist zu sagen, wir machen jetzt das Pflichtenheft, wir sammeln jetzt mal die Anführung. Es wird dann im Herbst ein nächstes Implementation Agreement geben, das Implementation Agreement 2. Dort geht es um den Bau eines Demonstrators.
Und auch dieses zweite Implementation Agreement, wie jedes andere fortfolgende Agreement, das über 25 Millionen Euro beträgt, muss dann wieder durch den Haushaltsausschuss. Über den Schreibtisch. Muss wieder über den Schreibtisch. Kann man denn sagen, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass dieses Flugzeug oder dieses Flugobjekt mal gebaut wird? Und hat das dann auch Auswirkungen für die Region, sprich Manching? Also ich hoffe, dass es gebaut wird. Es ist so, dass kein einzelnes Land in Europa in der Lage wäre, ein solches Projekt zu finanzieren. So, wir haben ähnliche Projekte beispielsweise in den USA. Dort wird es gebaut und bei uns ist auch immer die Frage, ja, kaufen wir jetzt amerikanische Flugzeuge oder sind wir in der Lage als Europäer gemeinsam ein solches militärisches Luftfahrtgerät mitzubauen. Das hat sowohl militärische Aspekte, hat aber natürlich auch industrielle Aspekte. Ja. Weil zum Beispiel der Eurofighter, als er beschlossen worden ist, hat auch ganz große Auswirkungen gehabt auf die zivile Luftfahrtindustrie in Deutschland. So. Und wir haben uns jetzt mit Frankreich gemeinsam auf den Weg gemacht, ein solches Projekt zu stemmen. So. Wir hoffen, dass noch weitere Länder beitreten. Spanien klopft jetzt schon an der Tür. Sind andere, die jetzt im Moment so in Beobachterposition sind und gegebenenfalls mit beitreten werden. Ich hoffe, dass es gelingt, ob es tatsächlich wir bis zum Jahr 2040 durchhalten, wie dann die Welt, die Sicherheitslage, die Haushaltslage und so weiter ist, kann ich jetzt heute nicht beurteilen, aber wir haben auf jeden Fall schon einen Schritt gemacht. Welche Verbindung besteht denn zwischen dem neuen Flugzeug und dem Eurofighter? Ist es nicht so, dass es ein System ist, dass die irgendwie in Zusammenhang stehen? Also das neue Flugzeug es wird nicht nur ein Flugzeug werden, sondern der Begriff ist System of Systems. System of Systems, okay. Also das heißt, sie werden, ich sage es jetzt mal vereinfacht gesagt, ein Mutterschiff haben. Ja. Und dieses Mutterschiff wird dann in der Luft mehrere, sagen wir mal, Komponenten steuern. Das heißt, das Mutterschiff wird dann zum Beispiel Verbindung haben zu einzelnen Drohnen. Mhm. Das ist sozusagen, dass sie, wenn sie ein Ziel angreifen, sie nicht mit einem einzelnen Flugzeug hinfliegen, ja, sondern das Flugzeug fliegt, bleibt vielleicht in sicherer Höhe und hat dann 10, 15 Drohnen, die vorgeschickt werden, ja, beispielsweise. Ja. So. Es kann auch sein, dass der Eurofighter oder die französische Rafale in diesem System of System dann auch eine Aufgabe mit wahrnehmen werden. Also die sollen auch dort mit eingebunden werden. Die sollen auch dort mit eingebunden werden. Das ist sozusagen mal das Ziel. Das ist Perspektive 2040 plus. Davor wird es so sein, dass Technologien, die dabei zum Einsatz kommen, bereits auf dem Eurofighter als Erprobungsträger implementiert werden und damit auch getestet werden können. Geschieht das dann in Manching? Ja. Wir sind jetzt noch nicht so weit, dass wir konkrete Arbeitsanteile verteilen. Im Moment ist das alles auf einer sehr großen, oberflächlichen Basis. Aber mein Ziel ist, desto konkreter es wird, desto mehr versuche ich auch, die Interessen des Standorts Manching und auch die Interessen der deutschen Luftfahrtindustrie im Vergleich zu Frankreich und Spanien insgesamt auch mit zu vertreten und gucken, dass Arbeitsanteile bei uns landen. Wie sieht es generell aus mit der Auslastung jetzt für Manching und für die Entwicklung in den nächsten Jahren? Gut, also wir hatten ja im Verteidigungsbereich über 25 Jahre die Situation, dass der Haushalt eher geschrumpft ist und immer auch Bundeswehr reduziert worden ist, Stückzahlen reduziert worden ist, die Anzahl von Flugzeugen reduziert worden ist und eigentlich, abgesehen mal vom A400M, der auch nicht in Manching erstmal gebaut worden ist, kein großer Auftrag über Jahre hinweg gekommen ist. Wir sind jetzt soweit, dass wir bereits in Auftrag gegeben haben, die Entwicklung einer Eurodrohne, also einer Drohne, die dann auch Aufklärung mit betreiben kann. Da hat Deutschland die Federführung, wird auch mit in Manching passiert. Die wird auch übrigens Teil später mal dieses System of Systems, dieses Luftverbundes mit werden, genauso wie der Eurofighter. Der nächste Schritt war, dass wir uns grundsätzlich dafür verständigt haben, weitere Eurofighter zu kaufen, um die erste Generation der Eurofighter, die sogenannte Tranche 1, abzulösen
und durch neuere Flugzeuge, die leistungsfähiger sind, zu ersetzen. Das war insgesamt wirtschaftlicher, als die alten Flugzeuge am Leben zu erhalten. Diese Entscheidung ist schon getroffen, die muss jetzt noch durch den Bundestag, ist aber politisch unumstritten. Das dient manchen. Genau, also es ist ein Auftrag ungefähr von 4, 5 Milliarden Euro, schätze ich mal. Das geht um, im Moment rechne ich mit 36 Flugzeugen. Mhm. Zahl, das steht noch plus minus 1. Also das ist so die Größenordnung. Jetzt können Sie rechnen, ein einzelnes Flugzeug 120, 150 Millionen. Das heißt, sie sind dann insgesamt bei ungefähr 5 Milliarden. Die werden nicht nur in München gebaut, aber München hat an diesen Flugzeugen einen großen Anteil. Und dann wollen wir noch den Tornado ablösen. Das ist der nächste Schritt. Mhm. Das ist das zweite Kampfflugzeug, das wir in der Bundeswehr im Moment im Einsatz haben. Das läuft so ab 2027 aus. Da braucht man einen Nachfolger. Und auch dafür ist der Eurofighter im Gespräch. Und der würde dann auch wieder in München gebaut. Da schaut es also gut aus für manchen. Im Hinblick auf diese Entwicklungsarbeiten, ist es eigentlich denkbar, dass jetzt Airbus zum Beispiel auch den InCampus mitnutzt oder sind die in manchen eigenständig? Oder kann sein, dass da irgendwie was mit Audi zusammen da draußen genutzt wird? Also grundsätzlich ist unser politisches Ziel, unsere beiden industriellen Kerne, nämlich die Automobilindustrie und auch die Luftfahrtindustrie auch stärker zu vernetzen. Ein Projekt in dem Zusammenhang ist ja das Urban Air Mobility, Stichwort Flugtaxis, wo wir beide auch mit einbinden wollen. Es wird so sein, dass Airbus stark aufwächst. Auch mal unabhängig jetzt von dem FCAS werden die eher in den nächsten Jahren Personal aufbauen. Es finden deswegen schon auf dem Gelände von Airbus Bautätigkeiten statt. Es gibt dann bei Airbus am Grundstück gegenüber, das im Moment dem Markt Manching gehört, auch noch die Überlegung, dort einen sogenannten Technologiecampus einzurichten. Mhm. Da sind jetzt aber noch ein paar Fragen zu klären. Manching ist ja mit sehr vielen Bodendenkmälern gesegnet. Mhm. Das ist im Moment die Kelten. Das ist genau in dem Bereich. Ja, ja. Deswegen sind dann noch ein paar Fragen zu klären. Aber das ist schon mal der erste Entwicklungsbereich von Airbus. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass auch im Campus, wenn das mal soweit ist, sich dort Zulieferer niederlassen, die zum Teil für Audi, aber vielleicht auch für Airbus mitarbeiten. Mhm. Aber es ist jetzt nicht der erste Schritt. Nochmal auf das neue FCAS-Projekt zurück. Ist es insoweit in trockenen Tüchern, dass man sagen kann, unabhängig von künftigen Bundesregierungen wird es zur Realisierung kommen oder muss man sagen, es käme angenommen rot-rot-grün, dass das dann gefährdet sein könnte? Also das Projekt kann immer noch abgebrochen werden. Mhm. Also das heißt, jede Bundesregierung, jede Bundesregierung hat die Möglichkeit, eigene Politik zu gestalten. Und also es gibt fast nichts, was man machen kann, was eine kommende Bundesregierung nicht wieder ändern könnte. Ich meine, das ist unser Demokratieprinzip. Deswegen kann auch ein solches Projekt mit wieder geändert werden. Wie stehen denn jetzt die politischen Parteien, die SPD und die Grünen beispielsweise, zu diesem Projekt? Naja, die SPD hat es jetzt mit uns im Haushaltsausschuss beschlossen. Die Grünen sind jetzt bei dieser ersten Phase nicht mitgegangen. So. Das kann aber sein, dass die bei weiteren Phasen sich mit anschließen. Die FDP? Auch nicht mitgegangen. Auch nicht mitgegangen. Gab es jetzt keine grundsätzlichen Bedingungen, sondern es sind halt noch sehr viele Fragen offen. Was kann das System, wie teuer wird es und so weiter. Mhm. Und das ist jetzt eine erste Stufe und ich verstehe die Oppositionsparteien, dass sie da jetzt eher zurückhaltend sind. Aber das ist jetzt aus meiner Sicht, hat das Projekt, wenn es zwischen Deutschland und Frankreich funktioniert, dann auch gute Chancen, innerhalb Deutschlands akzeptiert zu werden. Das Entscheidende ist, dass wir es gemeinsam mit Frankreich auf den Weg bringen. Da sind Sie guter Dinge. Bisher schon. Also auch die Anwesenheit von Macron jetzt bei der Unterzeichnung zeigt auch die politische Bedeutung, die das Projekt für Frankreich auch mit hat. Wir hatten es beim Eurofighter,
bei anderen Themen schon mal erlebt, dass Frankreich am Anfang mit am Boot war und dann aber ausgestiegen ist. So, aus welchen Gründen auch immer. Aber dass wir uns gemeinsam jetzt auf den Weg machen, ist schon mal ein Erfolg. Es gibt ein Bild, ein Gruppenbild, da stehen Sie neben Ursula von der Leyen und neben Macron in der Mitte. Sie überragen den Herrn Macron. Das war jetzt nicht beabsichtigt, aber mich hat das... Sie dominieren das Bild. Das war der Fotograf. Okay. Die Situation war so, mich hat das Thema in den letzten Monaten sehr intensiv mit beschäftigt. Und ich war da auch sehr in Kontakt mit der französischen Botschaft. Da wurde sie eingeladen. So, und dann wurde ich mit ein paar Kollegen auch zu der Unterzeichnung mit eingeladen und auch eingeladen, gemeinsam mit Macron einen Messerundgang mit zu unternehmen. Und war dann zum Schluss der Einzige, der dann tatsächlich gekommen ist. Aber es war schon ein Erlebnis. Ich bedanke mich für das Gespräch. Gerne.